Direkt am Waldrand in den Bergen von Jena liegt diese kleine Hütte. Tags ist es hier ruhig, aber nachts wird es hinter der Tür lebendig, dann sind die Siebenschläfer unterwegs. Überall in der Hütte turnen sie herum, am liebsten in den Zwischenwänden. Dies sind junge Siebenschläfer, wahrscheinlich in der Hütte geboren. Denn hier ist es sicher und geschützt. Wie auf einem riesigen Spielplatz können die Kleinen überall herumtoben. Der einzige Nachteil, es gibt nichts zu fressen. Und das merken die Jungen spätestens dann, wenn sie selbstständig werden. Hungrig schnuppert sich dieser kleine Kerl durch jeden Winkel. Siebenschläfer haben extrem gute Nasen. Aber auch das hilft ihnen in dieser Hütte wenig. Wo nichts ist, kann auch nichts riechen. Dieser hier hat endlich was zu knabbern gefunden, allerdings ist der Nährwert eher gering. Er frisst die Innenverkleidung der Hütte. Auch Tapetenkleister und eine Perlengardine aus getrockneten Samen haben die Kerle schon auf dem Gewissen. Zum Großwerden reicht diese Diät aber nicht. Es hilft nichts. Die Kleinen müssen ausziehen, und zwar in den Garten. Denn hier gibt es mehr zu fressen und auch gemütliche Quartiere. In verlassenen Spechthöhlen und Nistkästen verbringen sie hier gemeinsam den Tag. Erst nach Einbruch der Dämmerung wagen sie sich vorsichtig heraus. Hier im Garten lauern mehr Feinde als in der Hütte. Besonders vor Katzen und Mardern müssen sich die Siebenschläfer in Acht nehmen. Immerhin, hier gibt's was zu fressen. Und je süßer, desto besser. Das gilt auch bei den Siebenschläfern. Geschickt klettern sie bis hoch in die Baumwipfel, um an die leckersten Früchte zu kommen, um sie dann zu einem sicheren Platz zu schleppen. Auch im Garten richten Siebenschläfer gelegentlich Schaden an, etwa wenn sie hunderte von Weintrauben annagen, um an die Kerne zu gelangen. Doch das ist eher selten, denn Siebenschläfer neigen nicht zur Massenvermehrung. Anders als Ratten und Mäuse bekommen viele Siebenschläferweibchen nur einmal im Leben Junge. Und das auch nur in Jahren mit viel Nahrung. Wenn es sowieso wenig zu fressen gibt, sparen sich die Schläfer das Kinderkriegen und kümmern sich lieber um ihren eigenen Winterspeck. Denn der muss bis Anfang September schön dick sein, damit sie wieder schlafen gehen können und in den Gärten und Lauben Ruhe einkehrt.